Ja, mein Mann kann heute leider nicht, aber erklären Sie mir doch mal, was ist denn jetzt kaputt? Ja, ach komm, Olli, mach du das doch mal, muss das auch lernen. Richtig kaputt an Ihrer Anlage ist eigentlich nur ein kleines Teil, und zwar das Membranausdehnungsgefäß, von uns kurz MAG genannt. Und wozu ist das gut? Das ist für die Druckhaltung Ihrer Anlage zuständig. Ich kann Ihnen das mal in einer Animation zeigen. Hier auf der linken Seite sehen Sie, wie sich die Membran eines MAG ausdehnt. Auf der rechten Seite wird der gleiche Vorgang bei einem defekten MAG dargestellt. Bei defekter Membran ohne richtige Druckhaltung laufen Sie Gefahr, dass sich Luft in der Heizung durch Ausgasung bildet. Daher ist das MAG so extrem wichtig. Ach, das ist ja spannend. Wozu so ein Teil alles gut sein kann, ne? Durch den Austausch funktioniert Ihre Anlage wieder, aber um sie optimal zu nutzen, müsste man noch einiges machen. Was denn noch? Wir haben festgestellt, dass die Pumpe, die eingebaut ist, sowohl überdimensioniert, das heißt für Ihre Anlage viel zu groß, als auch ungeregelt ist. Und Heizungspumpen gehören zu den größten Stromfressern im Haushalt. Ach, tatsächlich? Ja. Gerade ungeregelte Pumpen laufen die ganze Zeit und richten sich nicht nach dem eigentlichen Wärmebedarf. Da Ihre Pumpe sowieso zu groß ausgelegt ist, verbraucht sie natürlich mehr Strom als eigentlich notwendig. Ich habe mich auch schon gefragt, warum unsere Stromrechnung so hoch ist. Wir raten zum Einbau einer Hocheffizienzpumpe. Das wäre hier ein solches Beispiel. Und mit solch einer Pumpe könnten Sie eine Menge Geld an Stromkosten sparen. Also der Einbau hätte sich nach circa 3 bis 4 Jahren amortisiert. Na, das klingt interessant. Und bei der Gelegenheit würden wir dann auch den Bypass stilllegen, der wegen Ihrer zu großen Pumpe eingebaut worden ist. Sie sind die Fachmänner. Sie müssen wissen, was zu tun ist. Nun zur gleichmäßigen Verteilung der Wärme in Ihrem Haus. Damit die gut funktioniert und die Wärme oben und unten gleichmäßig ankommt, sollten die Thermostatventile entsprechend des Wärmebedarfs der einzelnen Räume voreingestellt werden. Wir nennen das einen hydraulischen Abgleich. Und was ist das dann? Dieses hier ist ein solches Ventil. Und die Voreinstellung der Ventile kann man ganz einfach an diesem kleinen Rädchen hier machen. Voraussetzung ist allerdings, dass solche entsprechenden Heizkörperventile an jedem Ihrer Heizkörper installiert sind. Das würde dann bestimmt einiges kosten. Das ist leider etwas aufwendiger. Ja, aber es lohnt sich. Wirklich. Glauben Sie mir, diese Investition macht sich sehr schnell wieder bezahlt. Ah, und noch ein letztes. Für die optimale Entlüftung Ihres Heizungssystems würde ich der Anlage einen Lufttopf und einen Schmutzfänger gönnen. Ja. Mit diesem Maßnahmenpaket haben Sie dann ein Heizungssystem, das Ihnen so schnell keine Probleme mehr machen wird. Ja, regelmäßige Wartung ist natürlich immer vonnöten, aber haben Sie eigentlich einen Wartungsvertrag für die Anlage? Ja. Wenn Ihnen das jetzt alles ein bisschen viel wird, dann können wir die Optimierung auch Schritt für Schritt durchführen. Dann würde sich auch die finanzielle Belastung etwas verteilen. Ja, das klingt jetzt alles erstmal sehr einleuchtend, aber das muss ich trotzdem mit meinem Mann besprechen. Ob wir das nun Schritt für Schritt oder alles auf einmal. Ich bin ja eher für Augen zu und durch, aber das ist ja auch eine finanzielle Frage, das muss ich mit ihm besprechen. Ja, klar, klar. Das verstehe ich gut, Frau Seibert. Wir machen so, ich mache Ihnen jetzt mal ein Angebot mit den verschiedenen Positionen und Sie informieren mich dann einfach, wie Sie sich entschieden haben. Ja, gut, okay.